Tradition de la population. Willkommen. Ja, hallo und willkommen. Wir machen mal den ersten Test. Der Nebel wird reingeblasen. Sehr schön. Sehr schön. Da sehe ich hoffentlich das, was ich da ablesen muss. Man sieht mich da im Hintergrund. Wir müssen es ein bisschen so abchecken. Wir beginnen ja um 20.30 Uhr. Wir wollten euch nur mal kurz darüber informieren, über den heutigen Ablauf. Und zwar die audiovirale Sommernacht heute. Zum ersten Mal seit Jahren sind wir wieder live, also in einem Raum, so mit Menschen. Es war nicht einfach, aber wir haben es bis dahin geschafft und heute Abend erwarten uns 6 Konzerte und zwar gehen die so zwischen 20 und 30 Minuten, zu jeder halben Stunde beginnt's und sind 6 Konzerte von Künstlern und Musikern, die wir eingeladen haben in diesen schwierigen Zeiten. Während jetzt 3 Monaten haben wir begonnen, also kurze Geschichte. Wir konnten nicht mehr veranstalten und dann dachten wir, was machen wir jetzt eigentlich, weil wir sind ja da, um Veranstaltungen zu machen. Also wir sind das DOC 18, Institut für Medienkulturen der Welt. Wir machen Veranstaltungen rund um Medienkulturen. Immer jeden Freitag, da am Areal, vorne, erster Raum rechts oder links, wenn man reinkommt. Und eben auch in anderen Räumen, in der Roten Fabrik oder an anderen Orten. Und ja, jetzt hatten wir dann die glorreiche Idee, wir machen Fernsehen. Ja. Zugegebenermaßen hatten wir letztes Jahr schon vor, dieses Jahr TV zu machen oder irgendetwas mit TV zu machen. Das hat sich dann ganz gut ergeben. Wir waren dann mittendrin in dem Mainstream der TV-Produzenten und all derjenigen, die irgendwie was mit Video machen. Hey, krass, du lässt voll den Schaum rein da. Ich sehe wirklich fast nichts mehr, aber ich muss es ja auch gar nicht ablesen. Ja, Woche für Woche, also wir haben erstens mal eine Domain registriert, so ganz spontan haben wir gesagt, wir nennen das Zack Boom, ohne zu überlegen, eigentlich, ohne viel zu überlegen. Und dann haben wir begonnen, einfach mal Material zu sammeln und es hat sich dann so herauskristallisiert, dass wir so wöchentlich eine Sendung machen. Ihr habt vorher ein paar Jingles gesehen, die waren immer so thematisch, nämlich Sendung mit Start. Da haben wir einen Start gegründet innerhalb von einer Woche und das Konzept des Startes findet man auch online. Wir haben eine Facebook-Gruppe dazu mit 80 Leuten, die da dabei sind. Wir haben abstimmen lassen, wie der Start heißen soll. Der heißt nämlich jetzt Wuhu-Hu-Hu-Hu-Hu-Land und da hat es 80 Bewohner. Und er besteht aus verteilten Territorien, so Quadratmetern von gestifteten Ländereien praktisch, die in der Welt verteilt sind. Da haben wir noch nicht so viele, ich glaube 6 Quadratmeter sind es mittlerweile. Und wir haben, wichtig, wir haben Staatskünstler, die dann ihre eigenen Werke praktisch, Videos, die sie schon gemacht haben oder extra gemacht haben dafür, dann so geschickt haben. Und die haben wir dann in einer Sendung dann eben praktisch das Ganze verpackt. Und den Staat gegründet mit echten Quadratmetern, mit Staatskünstlern und so, ja, die Sendungen, die findet ihr alle online auf zackboom.online. Die gehen dann meistens so 2 Stunden. Eine andere Sendung war die Sendung mit Schule, wo wir versucht haben, ein Konzept von einer Schule zu entwickeln, was das bedeutet heute. Und wir haben dann in der Sendung dann eine Schule gegründet, nämlich die Projektschule. So ein Projekt, das wir auch schon länger verfolgen, praktisch haben das alles aufgearbeitet in dieser Zeit, was uns so im Kopf rumging. Eine Sendung haben wir gemacht mit Arsch. Das ging uns nicht im Kopf rum, sondern hinten rum. Und war eine lustige Sendung. Kurzen Einblick, was zeigt uns der Reto? Reto da am Schnittpult, Reto Schleppi, Flocker, den haben wir mit an Bord geholt. Der hat mit uns die Videotechnik entwickelt. Wir haben bei Null begonnen, wir haben es vorher nie gemacht. Ja. Das ist wirklich schön gemacht, oder? Wir machen einmal die Woche die Show. Ja, für euch gerade oben. Und die Show in dieser Woche, die heißt Sendung mit Arsch. Und wir bräuchten einen Arsch. Also jetzt so hinten auch nicht als Person, als Charaktereigenschaft, sondern einfach einen Arsch, den wir filmen könnten. Schutzmasken kannst du kaufen bei uns. Nein. Ja. Okay, dann morgen. Wir sehen uns morgen. Okay. Danke. Ciao. Danke, ciao.
Was ist der Reiz? Das ist Prostata, oder? Also es geht um Prostatamassage. Ja, das ist eine schwierige Antwort zu geben, weil der Reiz, es ist nicht ein Reiz, es ist ein Bedürfnis, es ist ein Gefühl. Reiz, ja, Reiz kommt von außen, aber die Prostata ist innen und die entdecken öfters Männer, vor allem immer mehr, dass das halt ein unglaubliches Gefühl ist. Und Prostata übernimmt ja sonst noch ziemlich lustvolle Funktionen, weil durch die Stimulation... Kleiner Ausschnitt, danke für den Zusammenschnitt. Und es war immer so ein bisschen zwischen Fun und lustig, aber auch dann so Inhalte. Start, Arbeit, am 1. Mai haben wir eine Sendung über die Arbeit gemacht. Auch wieder Künstler, Autoren eingeladen und so weiter. Was haben wir noch gemacht? Sendung mit irgendwas, Sendung mit Jungfrau, das war die erste Sendung, die jungfräuliche Sendung haben wir es genannt. Ich bin doppelte Jungfrau. Sendung mit Godot haben wir einen Künstler eingeladen aus Deutschland, eine ganze Sendung nur für ihn gemacht und mit ihm, er ist Musiker und er hatte Geburtstag an dem Tag. Und dann dachten wir, es ist eine Geburtstagsüberraschung, ich kannte ihn gar nicht so gut. Aber es war so ein spontan Ding. Das war der Godot und ich habe ihn online kennengelernt in dieser Zeit und dann wie alle, man konnte ja nicht raus, oder, in den letzten Monaten und dann alles, was wir produziert haben, alles online gemacht natürlich und auch Leute so kennengelernt halt dann. Das war so die Idee und in jeder Sendung, die wir gemacht haben, haben wir eben eine Stunde Sendung gemacht und dann haben wir ein Format gegründet, das hieß Audiovirale Impfung. Wir haben das begonnen und zwar haben wir überlegt, nämlich, die ganze Welt ist auf der Suche nach einem Gegenmittel für irgendetwas oder für diese Pandemie eben. Und wir haben gedacht, ja, was können wir machen, irgendwie, was das thematisiert. Und dann haben wir, also als erstes war ich mit dem Eisentanzkünstler Pfeffikon, habe ich telefoniert und dann haben wir gesagt, ja, können wir nicht irgendwas machen? Und dann habe ich gesagt, ja, er macht gerade eine Produktion in seinem Keller. Ja, das war doch super, oder so aus dem Labor heraus. Aus dem eigenen Lab heraus oder aus dem eigenen Studio raus, dort wo ja alle Musiker, wo man die jetzt vermuten würde in dieser Zeit. Ja, ja, und dann hat er das gemacht und das war der erste Beitrag eigentlich mit dem Eisentanz, der heute leider nicht da sein kann, den Beitrag vom Eisentanz. Und dann haben wir eigentlich angefragt, ganz viele Leute, Kunstkünstler, Musiker, die halt so in dem elektronischen Musikbereich irgendwo daheim sind, die auch schon zum Teil bei uns aufgetreten sind oder wo wir gedacht haben, das wäre eigentlich cool, wenn die mal was machen würden. Haben wir einfach mal gefragt, hey, hättet ihr Lust, eine halbe Stunde zu machen, eine halbe Stunde mit Video und Musik, also eure Musik zu machen, aus eurem Labor von zu Hause. Und dann haben wir... Es hat kaum Absagen gekriegt, also wir haben 8 Beiträge gesammelt und die jede Woche gesammelt. Das war so der Start praktisch und all diese Beiträge sind auf der Seite zackboom.online, könnt ihr die finden und nach wie vor anhören. All diese Beiträge stehen unter einer Lizenz, die haben wir dann noch dazu ausgesucht uns, nämlich der sogenannten Covid-19-Pandemie-Lizenz oder Covid-19-License. Und diese Lizenz, die basiert auf der Creative Commons Lizenz, das heißt, es ist eine freie Lizenz und jeder, der die verwendet, kann also Entwicklungen, eigentlich dient es dazu, dass man, so schreibt es die WHO eigentlich, da jetzt die Auswirkungen der Krankheit zu minimieren, einschließlich zur Diagnose, Prävention, Eindämmung und Behandlung der Covid-19-Pandemie. Also es heißt, eigentlich ist die Idee, dass man Patente hernimmt und die freigibt für den Zeitraum dieser Pandemie, um damit Tools, Werkzeuge oder Therapien zu entwickeln, oder eben auch Impfmittel, um diese Covid-19-Pandemie zu beenden. Und alle diese Musikstücke, die wir jetzt gesammelt haben, die stehen unter dieser Lizenz, sind also unter einer freien Lizenz und können zum Zwecke der Eindämmung dieser Pandemie verwendet werden. Jetzt kann man sich fragen, wie kann man mit Musik ein Gegenmittel entwickeln oder das Problem einer Pandemie lösen?
Wir haben auch noch kein Gegenmittel gefunden, aber währenddem wir die Stücke ausgesendet haben, hat sich niemand angesteckt. Oder? Weißt du jemanden? Nee, war nicht so. Ja, also. Ja, das war die Ausgangslage. Und dann haben wir gesagt, jetzt zum Abschluss machen wir eigentlich am 2. Juli, das ist letzte Lockerung am 6. Juni, könnte sich ausgehen, dass wir alle Leute zusammenbringen. Laden wir alle ein, die da mitgemacht haben bei dieser Reihe, zu einem Live-Event, um mit ihren Musikinstrumenten live aufzutreten. Und das ist heute der Fall. Da sind wir heute. Nämlich in der audioviralen Sommernacht zur sommerlichen Impfung. Wir haben 6 Impfungen vorbereitet. Gleich los. Wir fangen pünktlich an um 20.30 Uhr mit der ersten audioviralen Impfung von LabCorp, Kent Gleeland, bei uns ganz hinten in der Ecke. Weiter mit Wolfgang Spahn, der ist da vorne auf diesem Platz hier. Wolfgang Spahn macht am 4. 5. Juli, also Samstag, Sonntag, auch noch einen Workshop, nämlich da in der Roten Fabrik im ersten Stock, nämlich wo man diese Instrumente, die man da drauf sieht, wir haben so eine mobile Kamera da, die sogenannten Paper Bits selber herstellen kann. Das sind also einzelne Module von einem Synthesizer, die da zusammengestöpselt werden. Und in 2 Tagen, Samstag und Sonntag, 11 bis 18 Uhr, könnt ihr da mitmachen noch. Hat noch freie Plätze im Produktionsraum 1, Synthesizer selber bauen. Dann haben wir da die Guggenheim-Box, die mit Sensoren ausgestattet ist, wunderbares Teil. Dahinter Simon Grab, dann Cyanur in der Ecke, Klangkonfus und ja, also 6 Konzerte heute Abend. Und ich möchte euch die erste audiovirale Impfung einmal ganz kurz anspielen, nämlich den Eisentanz, der heute nicht dabei sein kann, was ihn selber, glaube ich, am meisten ärgert. Eisentanz, die erste audiovirale Impfung.
Ich weiß, ich habe das Mikrofon eingeschalten hinter der Bühne. Und ihr habt alles genau gehört. Also, neuer Versuch. Das DOC-18-Institut für Medien und Kulturen der Welt lädt Musiker und Künstler ein, akustische, visuelle und andere Gegenmittel zur aktuellen Seuche zu entwickeln. Das Forschungsprojekt der viralen elektrischen Geräusch- und Bildimpfung Viral Electrical Noise Visual Vaccination ist ein Beitrag auf der Suche nach Mitteln gegen pandemische Viren, Neurosen, Psychosen, Gewaltfantasien und andere Gesellschaftskrankheiten. Die Erforschung von Klängen und visuellen Reizen, das, was unsere Künstler täglich machen. Nun stellen sie sich in den Dienst der Suche nach einem Gegenmittel, das möglicherweise die Rettung ist. Wahrscheinlich ist es nicht, aber die Hoffnung lebt. Musiker, Künstler arbeiten in Laboren, Studios, Ateliers und Proberäumen an ihren Werken. Diese Räume sind die Orte des künstlerischen Schaffens, des Sich-Zurückziehens, Freiraum haben, Zellen der Einsamkeit. Hier arbeiten Künstler an gesellschaftlichen Impf-, Heil- und Gegenmitteln aller Art. Während 3 Monaten wurden hier jeden Freitag neue Versuche in einzigartigen, viralen Uraufführungen präsentiert. Alle Beiträge des heutigen Abends zeigen Künstler in ihren Laboren bei der Entwicklung neuer Klangwelten. Und heute erstmals bei uns zu Gast 6 Künstler aus ihren Laboren entsprungen auf der Bühne hier im Fabriktheater. Und es freut uns heute begrüßen zu dürfen Labcore. Thank you.
constant and fine structure constant. Basically, what it's needed is a theory of everything, a theory that explains the very fundamental aspect of the outline. During time, which would have a lot of problems for what we believe is successful theory of everything, and not made any successful predictions. And without these predictions, the theory itself, which is the theory of everything, is just not, because it can't explain anything with money, or the other kinds of things. Information.
present. So what if the past influences the future? And the future influences the past? In an endless feedback. So then, the question is, which part of the past is influencing which part of the future, and vice versa? And the answer is, all time is affecting all time. All the time. Is this even possible? Can me 20 years from now influence me now? Just as I influence her? So can me 5 minutes from now influence me 10 minutes ago? Just as me 10 minutes ago influences me as a favorite. Just as me as a favorite influences me on my death. This is too weird to even grasp. I'm
Lepko. Ich muss aufpassen, es ist ja ziemlich nebelig darin. Ja, ja, das war Lepcore. Kannst du? Ich habe ja keine ansteckende Krankheit. Das war Lepcore. Wir machen jetzt so, ich muss das runternehmen. Also jetzt beginnen wir. Weil so eine audiovirale Impfung auch nur wirksam ist, wenn man die ganzen 25 Minuten dabei ist, also so von Anfang bis Ende, hat dann einen Aufbau so ein Stück und dann auch wieder ein Ende. Während dem Stück geht nichts mehr, gibt's keinen Einlass mehr. Und wir bauen jetzt um und als nächstes kommt der Wolfgang Spahn, der ist schon da hinten am Einrichten. Allgemein bekannt, dass ein Hund keine Hängematte ist. Weniger, dass ohne diese zarte Hypothese Malern die Schmierfaust herunterfiele und überhaupt nicht, dass Interjektionen am treffendsten sind. Weltanschauungen sind Vokabelmischungen. Sabristi, hier muss die Prozedur ein wenig erweitert werden. Nun, alle Stilisten sind nicht einmal Esel. Denn Stil ist nur eine Verlegenheitsgeste wildester Struktur. Und da Verlegenheit, nach kurzer Beschlafung, als perfekteste Reue über sich selber sich entschält, ist merkbar, dass die Stilisten aus Besorgnis, für Esel gehalten zu werden, um vieles schlechter als diese sich benehmen. Esel haben nämlich zwei weitaus überragende Eigenschaften. Sie sind störrisch und faul. Der Unterschied zwischen Paul Oskar Höcker, Dostojewski, zu Beltwitz und Wedekind blaut daher lediglich in der Kontenance innerhalb der besagten Verlegenheitsgeste. Ob einer in richtig funktionierenden Trocheien oder sonst wie bilderstrotzend, alle Bilder sind plausibel oder sozusagen expressionistisch mir vorsäuselt, dass ihm übel war und seit er es schwarz auf weiß hat, besser wurde, oder dass ihm zwar wohl war, schau, schau, aber übel wurde, als er das nicht mehr begriff. Es ist immer dieselbe untereselhafte Anstrengung, aus der Verlegenheit sich ziehen zu wollen, indem man sie stilisierend, oh Gott, gestaltet. Grässliches Wort. Das heißt, aus dem Leben, das unwahrscheinlich ist, bis in die Fingerspitzen etwas Wahrscheinliches machen. Über dieses Chaos von Dreck und Rätsel einen erlösenden Himmel stülpen. Den Menschenmist ordnend durchduften. Ich danke, gibt es ein idiotischeres Bild als einen genial stilisierenden Kopf, der bei dieser Beschäftigung mit sich selbst kokettiert? Nur nebenbei, meine Gunst dem Düchtigen, der mir nachweist, dass das Kokettieren bei Edbolden nicht stattfindet. Oh, über die so überheitere Verlegenheit, die mit einer Verbeugung vor sich selber endet. Deshalb, dieser stilisierten Krümmung wegen, werden Philosophien und Romane erschwitzt, Bilder geschmiert, Plastiken gebosselt, Symphonien hervorgeächzt und Religionen gestartet. Welch ein erschütternder Ehrgeiz! Zumal diese eitlen Eseleien durchwegs gründlich, besonders gründlich in deutschen Gauen, missglückt sind. Alles Unfug. Auch einem Lokomotivführer
fällt es jährlich wenigstens einmal ein, dass seine Beziehungen zur Lokomotive durchaus nicht zwingend sind und dass er von seinem E-Gespons nicht viel mehr weiß als nach jener warmen Nacht im Bois. Hätte ich La Villette genannt oder die Theresienwiese, so wären beide Beziehungen gänzlich illusorisch. Fingerzeig für Habilitanten über topografische Anatomie, psychischen Luftwechsel und Verwandtes. Im Hotel Roncarois oder in Piccadilly kommt es hingegen bereits vor, dass es verteufelt unklar wird, warum man jetzt gerade auf seine Hand glotzt und trillert, sich kratzen hört und seinen Speichel liebt. Diesem scheinbar so friedlichen Exempel ist die Möglichkeit, dass das penetrante Gefühl der Langeweile zu einem Gedanken über ihre Ursache sich emporturnt am dicksten. Solch ein lieblicher Moment arrangiert den Desperado, oh was für ein Süßer, der als Prophet, Künstler, Anarchist, Staatsmann und so weiter, kurz als Raster, Unfug treibt. Das war ein Ausschnitt aus den letzten Lockerungen, die wir aufgenommen haben oder begonnen haben aufzunehmen. Und wir haben die jetzt nochmal verfeinert und die werden in den nächsten Wochen irgendwo online gehen, also auf zackbuben.online. Die letzten Lockerungen von Walter Serner ist ein dadaistischer Text, ein Buch mit sehr vielen gesellschaftskritischen Elementen. Und wir haben die vermischt und vermanscht mit den Covid-19-Schutzempfehlungen. Von den Lockerungen zu den Schutzempfehlungen, von denen wir glauben, dass diese Lockerungen eigentlich alle gar nicht nötig werden, weil wir eigentlich genauso weitermachen könnten, wie es jetzt im Lockdown war. Es ist so eine These. Und das geht demnächst online. Heute bei uns zu Gast, nächster Beitrag, ist der Wolfgang Spahn. Und zwar hier aufgebaut, es gibt einen Workshop am 4. und 5. Juli, also Samstag und Sonntag, kann man sich noch anmelden auf der DOC18-Seite oder bei mir oder da vorne draußen. Synthesizer selber bauen, die sogenannten Paper Pits von Wolfgang Spahn. Und heute bei uns da live. Wir warten noch einen Moment, bis da die Türen zugehen. Die Bar hatte gerade einen Engpass da draußen und deswegen sind die Leute am Anstehen. Ich kann auch mal schnell zeigen von oben, wie das ausschaut. Paper Pits, Wolfgang. Yeah. Das sind die Module, oder du darfst jetzt ja nicht wirklich in mein Mikrofon sprechen, aber so aus der Entfernung, glaube ich. Genau. Wir können es nachher gleich desinfizieren. Es ist ein kleiner modularer Synthesizer, funktioniert wie die amtlichen Eurac-Module, ist nur alles viel reduzierter, ist ein Open-Source, ein Open-Hardware-System und ja, am Wochenende kann man dann so ein paar Module bauen und das System so ein bisschen kennenlernen. Cool. Wir sind schon mal gespannt, wie es klingt und gleich geht's los. Wir bauen jetzt schon mal um und machen das Videobild vom Wolfgang parat, weil das kommt direkt von seiner Anlage.
Thank you.
Wolfgang Spahn am 4. und 5. Juli, Samstag, Sonntag im Workshop Produktionsraum 1. Wer diese Klänge selber in 2 Tagen produzieren möchte, wird das nicht schaffen, aber Synthesizer selber bauen am 4. und 5. Juli. Es hat noch Plätze. Wolfgang Spahn! Und ich war jetzt gerade hinter der Bühne und dort bereiten sich die Sport Horses vor. Sie wärmen sich schon auf. Sie sind, haben also schon ihre Arbeitskleidung angezogen und sie sind bereit, hier in der Guggenheim-Box aufzutreten. Sport Horses in der Guggenheim-Box, die audiovirale Impfung, und ich darf begrüßen unsere Sport Horses. Die kommen auch nur raus, wenn man richtig applaudiert, ja? Sport Horses! Sport Horses. Get high on my life. And enjoy Sport Horses.
Let's start with the birds. Now lights. How bright. Now fly. So high. Slave of the Machine. Willkommen zum Bastel-Elektro von der Sport Horses Andy Guggenheim Bucks. Wir kommen zu einem wichtigen Teil von der audioviralen Impfung. Der Testaufbau ist parat. Wir brauchen nur noch 2 Versuchspersonen. Wer sich dafür opfert, kriegt eine Maske. Wir werden auch eine tragen. Und die Lichttherapie, die wir ausprobieren, LDR-Lichttherapie, funktioniert so. Audiovirale Impfung. Die Dosierung wird selber bestimmt. Audiovirale Impfung. Da gibt es eine zweite Person, die sich da hin kann testen lassen. E-Rebel. Dosierung funktioniert da so. E-Rebel. Dass die Hand in der Lichtquelle stehen bleibt, in verschiedenen Distanzen. E-Rebel. Und unten ist es eine automatische Dosierung. Never ever, slave of the machine. Gibt es 2 Testpersonen, die sich testimpfen lassen? Oder sind ihr zu bequem in eurem Sessel? Oder sind wir unterwandert von Impfgegnern? Zwei Leute! Wäre super! Eigener Maske umso besser. Welche Ranke nimmst du? Sehr gut. Und das ist deine Dosierstelle. Gibt es noch jemanden, der einen machen? Sonst tun wir uns da selber noch mal ein bisschen testen lassen. Never ever slip.
slave to the machine. I'll do it out of info. Never ever slave to the machine. Das ist ein Verfahren, das noch nicht fertig ausgetestet ist und bewilligt. Der Schutz ist eventuell noch nicht von Dauer. Would you like to hear more? Would you like to hear more? I want it all. But I want more. But I do. Schritt vom Prozess, wie wir uns alle quantisieren lassen. Professor Guggenheim bereitet
Box und Lichtorgel Benjacks vor für den Prozess. Schritt 1. Vorbereitung Benjacks für die Quantisierung. Schritt 2. Vorbereitung der Guggenheim Box für Quantisierung. Schritt 3. Test. Testergebnis negativ. Erneutes Vorbereiten zum Test Übereinstimmung Benjacks and the Guggenheim Box. Schritt 4. Test Übereinstimmung Benjacks and the Guggenheim Box. Testergebnis positiv. Scream.
talking, talking. Do you ever stop talking, talking, talking? Do you ever stop talking, talking, talking? Will you ever stop? Will you never stop? Do you ever stop talking, talking, talking? Do you ever stop talking, talking, talking? Do you ever stop talking, talking, talking? Would you ever stop? Will you never stop? Do you ever stop talking, talking, talking? Doing, doing, doing. But I've been trying, trying, trying. Do you ever stop? Do you never stop? Dancing, dancing, dancing. Fast allen Lebenslagen hilft, ist Zucker. Von uns verabreicht Audioviral aus 4 Zuckerdosen mit blinkenden Lichtern, programmierte Lampen. Zum Schluss, Sure Sweet Life.
Der Sport Horses and the Guggenheim Box. Da waren sie! Nochmal! Zugabe! Ich bin... Nee, wir können keine Zugabe machen. Von hier sehe ich den Simon Grab. Der kommt heute auch noch. In einer Stunde ist der Simon Grab bei uns zu Gast. Sport Horses and the Guggenheim Box. Ich versuche es nochmal zu sagen, also das Ding steht da, ihr dürft es ausprobieren, solange es für euch nicht gesundheitsgefährdend ist, so als Zugabe. Jetzt habe ich es kapiert, das ist absolut cool. Wir machen jetzt 10 Minuten Pause nach dieser absolut anstrengenden viralen Impfung. Ich habe die Kamera in die falsche Richtung, Entschuldigung. So. Diesen Teppich kann man mieten, der kostet extra 45 Franken pro viraler Impfung. Wird aber vorher noch desinfiziert. Wir machen eine kurze Pause, 10 Minuten, dann geht's weiter mit Klang und Fuß, Simon Grab und Sia. Wir sehen uns.
Thank you.
Love with my ego. This is me.
Ja, unser Dekontaminationsspezialist hier, Dr. Vadim, ist wieder bereit, neue Desinfektionsopfer am Eingang zu empfangen. Sehr gut. Bei uns geht es weiter mit Simon Grab. Und zwar heute bei uns da live 20 Minuten am Synthesizer und am 10. Juli nochmal in einem Riesenkonzert in der Aktionshalle. Simon Grab zusammen mit Simon Berz, Lagal kommt, Bittuner ist da und dann am 10. Juli in der Aktionshalle. Heute bei uns zu Gast mit der audioviralen Impfung Nummer 5 vor dem heutigen Abend, Simon Grab.
Thank you.
Simon Grab bei uns in der audioviralen Sommernacht. Ein Spektakel in Licht, Ton und Bewegung. Simon hat uns aus dem praktisch aus dem Fabriktheater hinausgespült, kann man sagen. Aber es ist noch nicht zu Ende, es geht noch weiter, und zwar nach einer sommerlichen Mitternachtspause. Viel zu spät. Siavash bei uns zu Gast, ganz hinten rechts. In, glaube ich, 10 Minuten fangen wir an, oder? Wir machen eine kurze Pause, das brauchen wir jetzt auch. Shiri bei uns schon. Thank you.
Thank you.
Yeah!
Thank you.
Ja, war Schnammeschiri. Danke euch allen, dass ihr mit dabei seid, gewesen seid. Und ja, wir spielen noch einmal einen Jingle ein von unserer audioviralen Sommernacht und wünschen euch noch eine restliche wunderbare Nacht und gute Heimreise und bis nächstes Jahr. Danke allen fürs Dabeisein. Applaus. Thank you.